Hallo zum Sport mit dem HBW-Magazin. 29. Spieltag in der DKB-Handball-Bundesliga. Der HBW Balingen-Waldstätten hatte den SCDHFK Leipzig zu Gast. Der Tabellen-17. Traf auf den Tabellen-7. Und wir trafen Co-Trainer Ecki Notdorf zum Intro. 6 Spiele sind noch zu gehen in dieser Liga. Ihr seid Vorletzter. Leipzig hat doppelt so viele Punkte als der HBW. Was geht heute? Das werden wir sehen während dem Spiel. Leipzig hat tatsächlich doppelt so viele Punkte geholt wie wir. Wenn wir die Optionen beider Mannschaften vergleichen, wenn beide ihre Normalform abrufen, sind sie uns wahrscheinlich deutlich überlegen. Deshalb müssen wir versuchen, sie auf irgendein Feld zu zwingen, wo wir eine Chance haben. Deshalb wollen wir von Anfang an sehr, sehr körperbetont hart spielen und probieren, ob wir sie aus dem Takt bringen können. Ihr hattet jetzt einige Tage Zeit, um das Spiel vorzubereiten. Auf was wird es heute ankommen, speziell gegen diesen Gegner? Was macht Leipzig aus? Was wollt ihr dagegen setzen? Sie sind einfach unglaublich gut eingespielt. Sie haben unglaublich viele Automatismen und unglaublich viele Rhythmen. Sie lassen sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Sind jetzt über eine längere Zeit einfach auf diesem Niveau. Und es wird sein, wir müssen das brechen. Wir müssen da versuchen, Sand ins Getriebe reinzukriegen. Und das wird nur gehen, wenn wir gut verteidigen. Und dann glaube ich, dass uns auch im Angriff etwas gelingen wird. Die letzten beiden Partien gingen denkbar unglücklich gegen euch aus. Ihr habt jeweils einen Punkt verloren mit einem 7-Meter hier gegen Lemgo und zuletzt beim BHC. Ist es aus den Köpfen? Das wird sich zeigen. Das war natürlich zweimal jetzt fast schon tragisch, wie das Ganze abgelaufen ist. Uns fehlt momentan auch so ein bisschen das Spielglück, dass im Spiel einfach mal was passiert, für das wir vielleicht gar nichts können. Mal im Pfiff, mal eine Fehlleistung beim Gegner. Und die hatten wir jetzt in den letzten Spielen nicht und sind dann auch böse dafür bestraft worden. Ich hoffe, dass es raus ist, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Ecki, ganz kurz noch zum Personal. Wie sieht es aus? Wie komplett seid ihr heute? Ja, Lars Friedrich ist am Mittwoch hier massiv umgeknickt, hat einen Knöchel- und Bänderausriss. Der wird wochenlang jetzt nicht mehr spielen. Deshalb wird Predragovic von Neuhausen heute auf der rechten Seite dann spielen. Stegefeld ist sowieso raus aus der Saison, aber der Rest ist dann dabei. Okay, dann hoffen wir wieder auf die Unterstützung der Fans, obwohl die gibt es auf jeden Fall. Und dann hoffen wir, dass es heute gelingt, mal mit einem Sieg wäre ganz wichtig. Ja, das wäre vor allem für uns auch mal wieder wichtig, dass mal wieder ein Strahl in die Gesichter reinkommt. Ja, erst 4 Punkte holte der HBW in der Rückrunde. Da haben wir die beiden Geschäftsführer Leipzigs Carsten Günther links und Balingens Wolfgang Strobel. Und da kommen die Gäste aus Sachsen 2015 in die erste Liga aufgestiegen und jetzt mit 30 Punkten, wie gesagt, auf Rang 7. Allerdings hat der Sportclub Deutsche Hochschule für Körperkultur 4 der letzten 5 Partien verloren. Trainiert werden die Grün-Weißen ja von ihm, vom aktuellen Bundestrainer Christian Prokop. Ab Januar 2018 übernimmt Frauen-Bundestrainer Michael Biegler und bis dahin wird dann er, Co-Trainer André Haber, das Kommando haben. Die Gallier von der Alp, 15 Punkte hat man bislang gesammelt, ist mittendrin im Abstiegskampf. Es geht richtig eng zu im hinteren Drittel der Tabelle. Der TVB Stuttgart und der TBV Lemgo haben jeweils einen Zähler mehr, der Bergische HC und der VfL Gummersbach jeweils deren 2. Schlusslich Coburg ist mit 9 Punkten so gut wie weg. Gegen Lemgo kassierte man den Ausgleich per 7 Meter in der Schlusssekunde und beim BHC wurde die 22:23 Niederlage ebenfalls vom Punkt mit der Sirene gegen den HBW entschieden. So, bevor es losgeht, gratulieren wir noch Yves Kunkel. Der wurde nämlich am Samstag 23 Jahre jung und wechselt ja zur neuen Runde nach Leipzig. Rudolf Hydriksson sagte im Vorfeld, sollen uns ruhig alle abschreiben, noch ist aber nichts entschieden. Genau so sieht's aus, das Hinspiel konnten übrigens die Leipziger klar mit 34:23 für sich entscheiden. Und die Gäste gingen durch Franz Semper auch in Führung und nach knapp 4 Minuten sahen die 2350 Zuschauer in der ausverkauften Sparkassenarena den ersten Balinger Treffer. Srdjan Predragovic, was für ein Einstand. Er begann gleich mal auf rechts außen und sein Pendant auf links außen, Geburtstagskind Yves Kunkel, Saisontor Nummer 160. Er ist damit bester HBW-Schütze. Der HBW kam gut in die Partie. Was für eine Fackel vom Kapitän, von Martin Strobel. Er hat ja seinen Vertrag unlängst, wie berichtet, um 3 Jahre verlängert. Der Europameister bliebe auch bei Abstieg.
Abgestiegen ist ja nun auch rechnerisch der TV Neuhausen in die dritte Liga. Am Freitag bei der Niederlage in Emstetten war Brett Rakovic mit 7 Toren noch bester TVN-Werfer. Dann ab in den Bus, 700 Kilometer zurück und dann mithelfen, den HBW zu retten. 5:2 nach 10 Minuten, mein lieber Mann. Pascal Henz jetzt auf der Platte raus zu Kunkel. Der scheitert am starken Jens Fortmann, aber am Kreis ist Christoph Voth hellwach. Den Galliern von der Alp merkte man an, wir wollen und müssen dieses Match unbedingt gewinnen. Thomas Schmirk war mit seiner nächsten Parade hier gegen Max Janke. Der Tscheche ein starker Rückhalt und Youngster Tim Notdorf sichert dann die Kugel. Aber auch Fortmann bärenstark. Kunkel scheitert gegen seinen zukünftigen Kollegen hier schon zum zweiten Mal vom Punkt. Nur fußballerisch klappt's noch nicht so, aber dafür sind in Leipzig ja auch andere zuständig. Brett Rakovic übernahm danach die Verantwortung beim 7 Meter und verwandelt. Ja, ja, der HBW und die 7 Meter auch so eine spezielle Geschichte. Doch um die 20. Minute die stärkste Phase der Hausherren. Mirk war lässig und punktgenau zu Notdorf. Jo, der 19-Jährige, zuletzt noch mit der DHB-Juniorenauswahl unterwegs. Danke, Thomas, Auszeit Prokop. Die brachte nichts, denn danach brachte Brett Rakovic mit seinen Toren 4 und 5 seine Farben auf 11:6 in Front. Leipzig-Bissato vor allem im Angriff richtig schwach, aber der HBW verteidigte auch richtig gut und das war schnell gespielt. Henz, Strobel, Flor, Brett Rakovic, Tor. Er wechselt übrigens zur neuen Saison nach Linz. Der SC knapperte noch etwas vom Rückstand ab. Lukas Binder mit dem letzten Tor in Durchgang 1. Der HBW führte zur Pause gegen Leipzig mit 12:9. Bis gleich. Geballte Energie für Balingen. Wir geben Ihnen Rückenwind. Mit unserem Förderprogramm unterstützen wir Sie beim Kauf eines neuen E-Bikes. Den Antrieb gibt's kostenlos an unserer Stromtankstelle. Zu Hause genießen Sie mit unserem Zuschuss den Komfort besonders sparsamer Haushaltsgeräte. Auf Wunsch auch mit Ökostrom. Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da. Stadtwerke Balingen. So, einschwören auf die zweite Hälfte, der HBB also auf Kurs, starke Teamleistung bis dahin, weiter so. Ein Sieg wäre ja so wichtig, auch angesichts des Restprogramms, das hat es nämlich in sich, später mehr dazu. Jetzt erstmal rein in Durchgang 2, da ließen die Gäste 2 freie liegen und Strobel war so frei und erhöht auf 13:9. Der Bronzemedaillengewinner von Rio ging voran, tolle Vorstellung des Urbalingers. Yannick Hausmann macht's mit links, der 22-Jährige dieses Mal auf halb rechts statt auf außen. Der HBW verteidigte seinen 4-Tore-Vorsprung konstant mit viel Leidenschaft bei Herr Strobel. Rums. Und kurz danach Felix König, der den HBW nach der Saison verlassen wird. Gleiches gilt für Peter Johannesson, der kam für Mirkwa und der Schwede war gleich auf Betriebstemperatur. Sieger im Duell mit Rojewski, jeder brachte seine Leistung. Und wir machen einen Sprung, 10 Minuten noch, die Sachsen kamen auf 2 Tore ran, mehr aber auch nicht. Die Schwaben hatten immer eine Antwort und die Partie weiter im Griff. Dieser Treffer als Sahnehäubchen, Sascha Ilić per Kemper auf Brett Rakovic, herrlich. Und nochmal dieser Sritschian Brett Rakovic, der brachte die Halle zum Kochen. Tor Nummer 9, alle 9, alle Achtung. Und er kann nicht nur vollstrecken, sondern auch vorbereiten. Tobias Wagner, der österreichische Kreiskoloss mit ganz feinem Händchen, vorbei an Miloš Butera, der spielte ja vor 4 Jahren eine Saison lang in Balingen. So, kurz danach war die Partie endgültig entschieden. Der Kapitän macht mit seinem 7. Streich den Deckel drauf. Strobel nicht zu stoppen. 1 mit Sternchen für den Spielmacher. Sieht bestimmt auch Betreuer Viti so. Der kann das Wasser nun schon mal gegen was Leckereres austauschen, denn kurz danach war Schluss. Die Halle stand und die Fans sahen noch die Krönung. Voth trifft, in doppelter Unterzahl übrigens, und Johannesson hält und danach gab's kein Halten mehr. Der HBW schlägt den SCD HFK Leipzig nach starker Leistung völlig verdient mit 28:23 und schraubt seine Ausbeute auf 17 Punkte. Wir feiern noch ein bisschen mit und sind gleich mit den Interviews zurück.
ganz wichtiger Sieg, verdienter Sieg, viel Leidenschaft, alles reingehauen, so geht's. Genau so geht's. Wir haben vor zwei Wochen beim Bärtel sehr bitter verloren und haben das sehr gut weggeschickt, muss ich sagen. Wir haben alles in dieses Spiel rein investiert, von der ersten Sekunde an, und denke, haben verdient gewonnen. Auf jeden Fall, ihr wart schnell in vorne, habt dann es auch mit allem, was ihr habt, verteidigt, und so geht's dann alle auch hinten raus, seid ihr auch cool geblieben. Nein, wir haben vor allem verteidigt, wir haben jeder für den anderen alles gegeben, und das war heute, glaube ich, die große Kunst. Also, die Räume wurden geschlossen, auch wenn man im Zweikampf verloren wurde, aber nichtsdestotrotz, wir haben hinten richtig viel gearbeitet und das hat richtig Spaß gemacht. Wir wollten unbedingt wieder in die zweite Halbzeit reinkommen, um wieder zu spielen, und das hat man gesehen. 700 Kilometer Busfahrt haben wir gehört, aber dann kommst du mal eben hierher und machst 9 Tore und gewinnst mit dem HBW, das hat ja was. Respekt. Ja, danke schön. Also wenn mir das jemand gestern Abend oder vorgestern gesagt hätte, hätte ich das wirklich nicht geglaubt. Aber man muss auch mal Glück haben, und ja, so ist das am Ende herausgegangen, dass wir die wichtigen 2 Punkte hier bei uns behalten können. War ein wichtiger Sieg für den HBW. Du hast auf rechts außen gespielt, aber das hat gepasst, auch fast durchgespielt. Ja, also es hat gepasst, und ich muss mich wirklich beim Trainer und beim Spieler bedanken für die Selbstvertrauen, die mir gegeben haben und die mich gepusht haben mit Fans zusammen. Und am Ende zählt nicht, wer wie gespielt hat, am Ende zählen nur die 2 Punkte, die hier bei uns in Balingen bleiben. Jubel hier in der Hölle Süd. Ihr wart dauernd hin. War das heute ein verdienter Sieg für Balingen? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also wir haben heute überhaupt nicht unsere Leistung abgerufen. Wir standen in der Abwehr dann sehr kompakt, und ja, am Ende reicht es dann nicht. Wir machen vorne sehr viele Fehler, und das war heute ein Scheißspiel. Ja. Wir haben die letzten 4 Spiele, waren wir eigentlich, haben wir gefühlt, irgendwie die bessere Mannschaft, haben eine sehr gute Leistung abgeliefert und haben am Ende nur 1 Punkt geholt. Und jetzt tut das sehr, sehr gut, dass wir uns jetzt endlich mal mit 2 Punkten belohnt haben, und ja, bin sehr glücklich. Es war ein intensives Spiel, aber Schlüssel auch die Abwehrleistung. Ihr habt da nie nachgelassen, immer euch wieder reingebissen. Ja, ich glaube, jeder hat heute seinen Beitrag geleistet. Beide Torhüter haben eine tolle Leistung gezeigt. Wir haben uns immer weiter, wo die Abwehr ein bisschen gewackelt hat, hinten waren wir im Angriff stark. Also so hat die ganze Mannschaft immer wieder was aufgefangen. Also das war geil. Ja, erstmal muss man Balingen gratulieren. Sie haben heute kämpferisch und taktisch eine ganz starke Leistung gebracht. Wir wollten den Druck rausnehmen mit einer starken Anfangsphase, und das ist der Grund für die Niederlage. Die ist gründlich in die Hose gegangen. Wir sind mit klarsten Chancen an Mürkwa gescheitert, und danach sind wir uns überlegen gekommen und wie Sie sagen, ins Hintertreffen. Und dann spielt es Balingen auch in der zweiten Halbzeit sehr abgezockt, sehr geduldig runter, hat mit Zeitspiel immer noch eine gute Antwort, sodass es am Ende verdient war, aber eine enttäuschende Leistung von uns leider. Wollte ich gerade sagen, ihr wusstet, was euch hier erwartet, die kämpfen um jeden Punkt gegen den Abstieg, da hat so ein bisschen was gefehlt dann heute insgesamt durchs ganze Spiel bei Ihrer Mannschaft. Ja, es war heute eine der schlechtesten Saisonleistungen, das muss man schon offen sagen. Es ist nicht unser Anspruch, gerade so eine Angriffsleistung in der ersten Halbzeit abzurufen. Die Mannschaft fängt sich in der zweiten Halbzeit, spielt dort stärker. Aber der Fokus und der Flow war einfach in der Halle zu spüren, weil wir den Anfang verschlafen. Man hat gesehen, dass wir in Aufwärtstrend sind. Und ja, wie du gesagt hast schon, wir haben uns heute belohnt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt mal Kampf abliefern wollten. Wir haben das 100%ig umgesetzt und uns belohnt. Das war halt purer Wille, Einsatz, Kampf, die Halle war da, das war einfach, hat halt richtig, richtig, richtig Spaß gemacht zu spielen. Und es war eine Teamleistung und wieder der Schwerpunkt oder der Schlüssel zum Sieg, die starke Abwehrleistung von beiden Torhütern angefangen. Ihr habt euch da richtig reingebissen, aber nur so geht's. Ja, wir haben uns sehr genau vorbereitet, was Leipzig eben spielt. Und das war immer ein Schlüssel zum Erfolg. Wir sind nicht aus dem System gebrochen, das wir uns vorgenommen haben, und das ist eben der Schlüssel zum Erfolg. Ja, absolut. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit geführt. Es war trotzdem ein super intensives Spiel auch. Also Leipzig spielt schon sehr körperbetont auch, und wir wussten, dass das auf uns zukommt, und wir haben es gleich aber auch gemacht. Ich glaube, wir haben auch sehr, sehr hart verteidigt. Und ja, also ich glaube, unterm Strich auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Einmal durchatmen. Ihr habt euch endlich mal belohnt nach den Rückschlägen der vergangenen Woche, und es war ein verdienter Sieg heute gegen Leipzig, fand ich. Ja, also wir sind aufgetreten, war super, weil am Anfang haben wir ein paar verworfen Freien, also 5 insgesamt, die ersten 15 Minuten, dadurch ein 7-Meter auch. Und wir waren trotzdem 7-5 in Führung, 7-4 in Führung. Also, und was ist dann gut, wir haben nicht Köpfe hängen lassen, sondern haben weitergekämpft. Und wir haben auch heute bekommen Torhüterleistung von beiden Torhütern. Und
was Mirko war. Thomas hat in der ersten Halbzeit 13 Minuten dafür gebraucht, hat Peter dann im 12 Minuten gemacht, in der zweiten Halbzeit. Und das war so wichtig zum Schluss, weil Leipzig war immer dran. In der zweiten Halbzeit haben sie seine Tore schnell gemacht und zu schnell, also die mussten weniger arbeiten für seine Tore als wir, die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Aber durch die Leistung von Peter, dann hat er ein bisschen Vorsprung gearbeitet zum Schluss. Wie angesprochen wird es nun richtig happig. Am Samstag geht es nämlich zum deutschen Meister, zu den Rhein-Neckar-Löwen, danach zum heimstarken HC Erlangen. Und die letzten drei Spiele steigen dann in der Sparkassen-Arena, und zwar gegen Göppingen, Flensburg und Kiel. Ein harter Weg also zum großen Ziel. Doch die Gallier von der Alp sind bereit, wir sind durch, mehr aus Balingen folgt und wir wünschen Ihnen noch einen guten Start in die Woche.